Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Session unseres Events heute. Ja, heute geht es um elektronische Signaturen in der Schweiz. Bevor wir aber tatsächlich zum Thema kommen, ein paar Housekeeping-Punkte. Erster Housekeeping-Punkt, während die anderen von der vorherigen Session langsam zu uns kommen, falls ihr Fragen habt, stellt diese bitte im Q&A-Pod. Wir werden diese entweder live hier in der Session beantworten, beziehungsweise im Chat, also im Q&A, ebenfalls schriftlich beantworten. Keine Frage bleibt unbeantwortet. Wir bleiben so lange in der Session, bis alle Fragen beantwortet sind. Das ist unser Versprechen an euch. Und ansonsten, falls ihr Fragen organisatorischer Art habt, diese bitte in den Chat. Unser Team bzw. ich und wir werden diese dann auch dementsprechend beantworten. Das sollte genügen. Ach, zwei Sachen muss ich noch sagen. Alles wird hier aufgezeichnet. Das heißt, im Nachgang bekommt jeder Teilnehmer das Recording und auch die Slides, die gleich gezeigt werden. Da sind wir auch schon beim richtigen Punkt. Ich habe nämlich einen Kollegen mitgebracht, den Reto. Hallo Reto, herzlich willkommen. Hallo Stanislav, danke für die Einladung. Freut mich, heute dabei sein zu können. Ebenso. Wir sind ja schon länger in der Schweiz vertriebstechnisch aktiv mit unserer Lösung, aber jetzt haben wir mit euch endlich einen Partner, mit dem wir auch CERT-IS-konforme, qualifizierte elektronischen Signaturen bewerkstelligen können. Darüber freuen wir uns unglaublich. Das haben wir auch deswegen zum Anlass genommen, mit dir zusammen, mit euch zusammen dieses Webinar zu machen, in dem wir ja über so einige Sachen drumherum sprechen werden. Du hast ziemlich viel Erfahrung aus diesem Bereich mitgebracht und wirst sehr gerne dein Wissen teilen. Insofern denke ich mal, können wir loslegen. Mein Name ist Stanislav. Ich übergebe für eine Vorstellung an dich, Reto. Besten Dank, Stanislav. Mein Name ist Reto Scagnetti. Ich bin der Country Manager der Covalis Trust in Schweiz AG. Das heißt, dieser Legal Entity, die in der Schweiz gemäß CERTES auch berechtigt ist, um qualifizierte Zertifikate gemäß CERTES auszugeben. Wie du ja gesagt hast, Stanislav. Reto, entschuldige, dein Mikrofon macht wieder komische Geräusche. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir das noch umstellen können. Einen Moment. Ob es jetzt besser ist? Nicht besser? Nicht besser. Nicht viel besser. Dann schaue ich noch das andere, was ich da machen kann. Ja, ich schaue noch, ob ich den umstellen kann. Ja, ich sehe es. Sein. Bist du, hörst du mich besser? Perfekt. Perfekt, ja, wunderbar. Die Technik, aber klappt alles. Danke bestens für deinen Hinweis. Ja, wie gesagt, mein Name ist Reto Scagnetti. Ich bin der Country Manager der Covalis Trustlink Schweiz AG. Das heißt, diejenige Einheit, die auch im Zusammenhang mit Adobe Sign die qualifizierten Zertifikate ausstellt. Du hast ja davon gesprochen, Stanislav, dass es ein langer Weg war, auch Adobe und DigiCert als Mutterfirma. Das ist zwei globale Companies, die sich zusammengefunden haben, um die qualifizierten Zertifikate sowohl von der Schweiz als auch von Europa miteinander auf den Markt zu bringen, jetzt gerade im Zusammenhang mit Adobe Sign. Ja, das war ein langer Weg. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir heute so weit sind, dass wir das wirklich auch auf den Markt pushen können. Absolut. Du hast es ja schon angemerkt. Mit euch zusammen können wir einerseits die IDAS-konforme Zertifikate anbieten und jetzt quasi die neueste Iteration unserer Zusammenarbeit, die CERT-IS-qualifizierten Zertifikate. Ich glaube, es gibt sehr viele Fragen, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer haben. Vielleicht kannst du einige davon in deiner
in deiner Präsentation schon mal vorwegnehmen. Wir sind Das ist natürlich definitiv das Ziel von gespannt. heute. Genau. Genau. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Und natürlich werden wir am Ende die gemeinsame Lösung zeigen. Im Übrigen noch ein paar Worte dazu. Die Lösung basiert auf unserer offenen Schnittstelle, die aus dem Cloud Signature Consortium aufbaut, sprich die Schnittstelle heißt Cloud Signature Consortium Schnittstelle, die jetzt inzwischen zu einem und ja zu einem Industriestandard geworden ist. Wir haben sie nämlich zu ISO gebracht. Es ist eine standardisierte, ISO-standardisierte Schnittstelle, die es erlaubt, aus sein oder anderen Lösungen heraus über diese Schnittstelle sehr viele Vertrauensdiensteanbieter anzubinden. Diese Schnittstelle habt ihr ja verwendet, um euer eIDAS Trust Center und das CTS Trust Center anzubinden, was dann wiederum nahtlos ohne technische Vorarbeit bei unseren Kunden dazu führt, dass sie eure Zertifikate wunderbar verwenden können. Und das werden wir später auch zeigen. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los. Du hast ja ein paar Slides mitgebracht und dann denke ich mal, können wir damit beginnen, Reto. Ja, wir beginnen. Du stellst die Fragen. Wenn du schon zu einem Slide Fragen hast, dann steigen wir doch gerade ein. Ja, wenn wir das Thema der digitalen Zertifikate anschauen, insbesondere eben, was ja als Grundlage verwendet wird für die Signaturen, dann kommt immer wieder die Frage auf ganz am Anfang, ja, was soll das überhaupt mit den digitalen Zertifikaten? Wofür brauche ich die? Und ich denke, als Einstieg macht das Sinn, wenn wir hier kurz darauf eingehen und das kurz miteinander anschauen. Ich share again den Screen. Genau. So, wir haben das Thema digitale Signatur und Zertifikatstypen. Wenn wir da ein bisschen einsteigen und die Frage zu beantworten versuchen, wieso überhaupt digitale Signaturen, dann gibt es einige sehr gute Argumente, wieso, dass man überhaupt mit digitalen Signaturen arbeiten soll und nicht mehr, wie heute noch oftmals natürlich der Fall ist, mit Handsignaturen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ganz am Anfang erwähnt, das ist die Integrity. Das heißt, digitale Signaturen bieten die Möglichkeit und das Feature, dass Dokumente während des Transports und der Unterzeichnung nicht verändert werden können, beziehungsweise die können wirklich anzeigen, ob ein Dokument verändert wurde oder nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja mit einem Papierdokument nur sehr schwer nachvollziehbar ist. Dann haben wir das andere Thema natürlich mit dem Zeitstempel, wenn mit der digitalen Signatur ein Zeitstempel verbunden ist. Da siehst du dann ganz klar, zu welchem Zeitpunkt ein Dokument signiert worden ist. Auch das ist natürlich in Handunterschriftszeiten unmöglich zu machen. Du kannst ja problemlos ein Dokument mit deiner Handunterschrift vorher oder später datieren, indem du das Datum einfach anders hinschreibst. Was wir wieder sehen bei unseren Kunden natürlich im täglichen Einsatz, dass das Thema der digitalen Signatur die Kunden dazu bringt, eigentlich die letzte Meile zu digitalisieren. Das heißt eigentlich, dass das direkte Verhältnis oder Kontakt mit Kunden und Partnern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch dazu treibt, dass die digitalen Signaturen sich immer mehr im Markt verbreiten. Wenn wir diese drei Punkte anschauen, die sind eigentlich für alle digitalen Signaturen gültig. Und dann gibt es spezielle Punkte, die sind da nur mit einer besonderen Klasse, eben zum Beispiel den qualifizierten Zertifikaten gültig. Und das ist zum Beispiel eben der Punkt, dass eine qualifizierte Signatur gewährleistet, dass eine Person oder eine Organisation diejenige ist, welche sie vorgibt zu sein. Das heißt, mit der Zertifikat verbunden im Hintergrund ist eine rigorose Prüfung, dass sichergestellt werden kann, dass es die Person ist im Zertifikat, sage ich mal, welche auch draufsteht. Und dann hast du das Thema Non-Repudiation, was natürlich vor allem auf der Rechtsseite sehr wichtig ist. Es gewährleistet die Rechtsgültigkeit des Dokuments durch einen prüfbaren Nachweis der Identität des Unterzeichners. Das geht so weit, eben auch gemäß dem Schweizerischen Signaturengesetz, dass eine qualifizierte Signatur vor Gericht nicht angezweifelt wird. Im Gegenteil, es wird davon ausgegangen, dass die rechtsgültig ist und es muss der Unterzeichner beweisen, dass er es nicht war. Also von dem her gibt es noch eine Haftungsumkehr, was dann auch nochmals ein Vorteil ist der digitalen Signatur. Wenn wir das so anschauen, sind das alles Punkte,
die ich denke, offensichtlich sind, die mit einer Handunterschrift heute nicht oder nur sehr, sehr schwer in einem ähnlichen Maße auch gezeigt werden können. Gut. Wenn wir von digitalen Signaturen sprechen, hier habe ich eigentlich eine Frage von dir erwartet, Stanislav, dann sprechen wir oftmals von verschiedenen Levels oder verschiedenen Qualitäten der digitalen Signaturen und man spricht hier oftmals auch vom Level of Assurance. Und damit verbunden ist eigentlich, welche Rechtssicherheit oder welche Vorteile will ich haben zusammen mit einem digitalen Zertifikat. Wenn wir die Grafik anschauen, da haben wir drei Stufen drin, da haben wir Basic, Advanced und Qualified. Wenn wir mal unten anfangen mit einer Basic-Signatur und Level of Assurance, das habe ich jetzt mal ein bisschen frei übersetzt, das ist nicht wirklich so ein juristischer Text hier, dass man es ein bisschen plakativ versteht. Bei einer Basic-Signatur wird eigentlich angenommen, dass die Person diejenige ist, welche sie behauptet zu sein. Wenn man das anschaut, dann auch mit der Rechtssicherheit, es gibt hier keine Rechtssicherheit in dem eigentlichen Sinn, sondern vor Gericht muss bei einer solchen Signatur die Identität des Unterzeichners glaubwürdig belegt werden können. Wenn wir eine Stufe weitergehen, auf die Stufe Advanced oder substanziell, wie der Level heißt, hier wird die Identität der Person geprüft, da gibt es auch Standards dazu, so dass mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Person tatsächlich die Person ist, die signiert hat. Auch hier gibt es keine automatische Rechtssicherheit, auch hier muss vor Gericht Identität glaubwürdig belegt werden können, was aber im Falle einer Advanced-Signatur einfacher zu beweisen ist, weil da der ganze Ausstellungsprozess, der ganze Signaturprozess in der Regel sauber gelockt ist. Die höchste Stufe, die wir anbieten können, auch im CERTES, im Schweizerischen Signaturengesetz und auch genau gleich im EIDAS drin ist, ist Qualified. Hier haben wir ein sehr hohes Level of Assurance. Das heißt, die Identität der Person wurde überprüft und die Bindung der Signatur oder zum Zertifikat im Hintergrund so sicher gestaltet, dass gemäß Gesetz die Signatur dieser Person zugeschrieben wird. Was heißt das konkret in der Schweiz? Eine qualifizierte Signatur ist der Handunterschrift gleichgestellt. Das ist im Obligationenrecht Artikel 14 Absatz 2 bis ausgeführt. Und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt auch eine Umkehr der Beweislast, Artikel 59 OR, mit der gesagt wird, dass der Unterzeichner eigentlich glaubwürdig darlegen muss, dass er nicht unterzeichnet hat. Was natürlich bei einer solchen Signatur fast unmöglich ist, weil du ja eine Zwei-Faktor-Authentisierung hast, mit der du dich sicher authentisierst und die Signatur freigibst und in dem Sinne auch technisch dann der ganze Prozess einwandfrei belegt werden kann. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Themen, eigentlich wieso eine digitale Signatur und auch das Thema dann die Signaturtypen, was heißt die verschiedenen Level of Signaturen, die wirklich dann vorhanden sind. Das ist ja, wie du sagst, recht ähnlich zu dem, was auch in der EIDAS-Verordnung niedergeschrieben ist. Auch dort gibt es diese Beweislastumkehr bei qualifizierten elektronischen Signaturen. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Advanced Signature zwar technisch ausgereifter ist, aber durch die legale Brille betrachtet eigentlich nicht mehr darf als die Basic? Ja, dieser Aussage kann ich zustimmen. Advanced heißt, wie auf der rechten Seite aufgeführt, es gibt keine automatische Rechtssicherheit. Nichtsdestotrotz bist du trotzdem viel besser dran als mit einer Basic-Signatur oder teilweise auch mit einer Handsignatur, weil der ganze Ausstellungsprozess doch belegt werden kann. Es gibt Standards, auch Etsy-Standards, die hier verfolgt werden müssen. Aber eben, was du sagst, du hast keine automatische Rechtssicherheit. Also von dem her ganz klar ist die qualifizierte Signatur natürlich die Signatur, die präferiert wird. Du hast vorher auch eine gute Bemerkung gemacht im Zusammenhang mit EIDAS. Es gab ja auch in der Schweiz gerade der Fall mit dem Schienenfahrzeughersteller. Ich glaube, jetzt wissen alle, von wem wir sprechen. Und auch da muss man wirklich sagen, dass EIDAS und Schweizer qualifiziert inhaltlich, technisch für 99% das Gleiche darstellt. Das einzige Problem ist, dass es nach wie vor keinen Staatsvertrag gibt zwischen EU und der Schweiz. Das heißt, dass die gegenseitige Anerkennung der qualifizierten Signatur nicht automatisch erfolgt. Das heißt, auch in solchem Fall müsste dann vor Gericht, was ja auch der Schienenfahrzeughersteller jetzt probiert, nachzuweisen versuchen,
dass es das gleiche ist und dass der gleiche Level of Assurance erreicht wird. Was tatsächlich so ist im Schlussendlichen, weil die Anforderungen sind nämlich identisch, es werden die gleichen technischen Anforderungen und Normen erfüllt. Die Frage, die wir gerade dann haben, hast du euch schon gestellt ein bisschen, ja, wann soll ich welche Signatur dann verwenden? Und wenn wir das ein bisschen anschauen, da gibt es so eine einfache Matrix, die ich immer gerne zeige. Auf der einen Seite hast du das Business Risk, also wirklich durch die Unternehmensbrille betrachtet. Wenn ich einen Vertrag schließe, was beinhaltet dieser Vertrag für ein Risk für mich? Businessmäßig, vielleicht auch compliance-mäßig, haftungsmäßig, was auch immer alles. Und auf der anderen Seite wirklich Level of Assurance, welche Sicherheit, welche Rechtssicherheit bietet mir die Signatur? Ich möchte ganz oben anfangen, weil es gibt gesetzliche Formvorschriften. Du hast ja gewisse Verträge, die unterliegen je nach Rechtsraum Formvorschriften. In der Schweiz gibt es da ganz klare Vorschriften, vor allem zum Beispiel im KKG, also Konsumkreditgesetz, bei Hypotheken. Da gibt es Formvorschriften, da musst du eine Handunterschrift haben per Gesetz. Und wenn du eine Handunterschrift haben musst per Gesetz, musst du ganz klar die qualifizierte Signatur einsetzen. Also ich denke, das ist der einfachste Fall, wenn irgendwo eine Formvorschrift vorhanden ist, das Gesetz vorschreibt, es muss eine Handunterschrift sein, dann muss man die qualifizierte Signatur nehmen. Es gibt aber auch viele Bereiche, gerade auch in der Schweiz, Verträge, die gemäß Usanz natürlich abgeschlossen werden mit einer Handunterschrift, gerade im Versicherungsbereich, Haftpflicht, Sachversicherungen, Lebensversicherungen, aber auch noch andere Dinge. Ich habe mir noch einige aufgeschrieben, Kündigungen, Mahnungen, Inverzugssetzungen, wo es wirklich darum geht, dass es dann entsprechend auch eine Rechtssicherheit bedarf und da verwendet man qualifizierte Unterschrift. Ganz unten links vielleicht, wenn ich sage, ich unterschreibe einen Vertrag und ich brauche keine große Rechtssicherheit und auch das Risiko dieses Vertrages ist sehr tief, dann kann man problemlos eine Basic-Signatur einsetzen, weil wenn es dann wirklich vor Gericht gehen würde mit diesem Vertrag, dann habe ich nicht viel zu verlieren. Und dann haben wir so ein Mittelfeld, wo man sagt, der Vertrag ist mir vielleicht ein bisschen zu heikel für eine Basic und die Rechtsunsicherheit oder die Rechtssicherheit, die ich brauche, ich will doch was haben, dann kann man die Advanced einsetzen. Und alles andere wird eigentlich mit der Qualifizierten gemacht. Auf der anderen Seite so die plakative Aussage, wenn ich schon eine qualifizierte Signatur habe, wieso kümmere ich mich danach darum, dann unterschreibe ich alles qualifiziert und ich muss mich um all diese Themen gar nicht mehr kümmern. Gut, das wären so die Themen gewesen, gerade so im Zusammenhang mit der digitalen Signatur in einem ersten Schritt. Hast du bereits da Fragen, Stanislav? Ich nicht, aber hier wird gefragt, jemand im Q&A, ob es eine Demo geben wird. Ja, es wird auch gleich eine Demo geben. Zunächst einmal müssen wir und möchten wir ein paar Vorkehrungen treffen, dass wir alle dieselbe Sprache sprechen. Und deswegen erläutert uns Reto hier gerade die Rahmenbedingungen für die qualifizierten, fortgeschrittenen und einfachen elektronischen Signaturen. Ja, ich denke, die Frage kommt der Demo. Ich denke, da wollen wir auch nicht so lange warten lassen, die Leute. Aber ich denke, ist noch gut, wenn wir noch zwei, drei Hintergründe geben, ganz konkret zum Schweizerischen Signaturengesetz, weil gerade das Thema der Ausstellung der Zertifikate, der Identifikation, ist damit klar verbunden und ich share nochmals meinen Screen, damit ich hier auf diesen Punkt noch kurz eingehen kann. Gut, wenn wir das Schweizer Signaturengesetz anschauen, dann haben wir ganz klar das qualifizierte Zertifikat, das darin geregelt ist. Das qualifizierte Zertifikat darf nur auf Personen ausgestellt werden und es ist nur zulässig, um eine Signatur anzubringen. Im Schweizerischen Signaturengesetz, ebenso auch in EIDAS, gibt es noch andere Zertifikate, die heute nicht wirklich Gegenstand dieser Session sind. Da gibt es noch geregelte persönliche Zertifikate oder auch geregelte Firmensiegel. Auf die werde ich nicht weiter eingehen. Wichtig ist ja, dass Basic und auch Advanced im Schweizerischen Signaturengesetz nicht weiter definiert sind. Das heißt, wie ich vorher erwähnt habe und erläutert habe, es gibt keinen besonderen Rechtsstatus mit Basic und Advanced. Der Rechtsstatus ist nur mit der qualifizierten Signatur verbunden.
Wenn wir das Tetris ein bisschen anschauen, ich bin ja kein Anwalt, aber wenn wir, es hat 23 Artikel und interessant ist, dass von den 23 Artikeln 15 Artikel die Anerkennung, Anforderungen, Aufsicht und Haftung von Zertifikatsanbietern beschreibt. Das heißt ganz konkret die Anforderungen, welche die Schweiz als Eidgenossenschaft an Firmen wie die CoVadis stellt, Digital CoVadis, um qualifizierte Zertifikate ausstellen zu können. Das heißt, die Regelungen für Firmen, die Zertifikate ausstellen, sind extrem hoch und das Gesetz regelt all das sehr detailliert. Dann gibt es einen Artikel, welcher den Ausstellungsprozess betrifft und zwei Artikel, welche ganz konkret noch Inhalte der geregelten bzw. qualifizierten Zertifikate beschreibt. Interessant ist auch in der Schweiz, mehr eine Randnotiz, dass die Gleichstellung der qualifizierten Signatur, wie ich vorhin erwähnt habe, zur Handunterschrift nicht im CERTES geregelt ist, sondern im Obligationenrecht, das ja in der Schweiz die Beziehung zwischen verschiedenen Vertragsparteien regelt. Das Gesetz ist nicht das einzige, es gibt dann darunter die Verordnung zum CERTES und noch eine sogenannte TAF, die technischen und administrativen Vorschriften. Und dort wird es dann wirklich sehr kryptografisch und sehr technisch detailliert, weil diese Regeln dann im Detail, welche Normen für welche Schritte wirklich einzuhalten sind. Also ihr seht, das CERTES ist eigentlich sehr fokussiert auf Signaturen und der Hauptteil ist qualifizierte Signaturen und wirklich auch die ganze Anerkennung und Aufsicht über die qualifizierten Signaturanbieter. Ein Punkt ist mir wichtig zu erwähnen, bevor wir einsteigen in die Demo. Das ist das Thema der Identifikation und Ausstellung der qualifizierten Zertifikate. Ich habe hier den Ausstellungsprozess veranschaulicht. Das ist je nach Anbieter ein bisschen anders, aber die Grundschritte werden überall durchgeführt. Das heißt, es gibt ganz konkret einen Zertifikatsantrag. Der kann jetzt in unserem Fall auf Papier sein oder auch digital. Dann werden die Daten aufgenommen und die Person geht dann jetzt in der Schweiz ganz konkret zur Identitätsprüfung, entweder auf die Post oder der SBB zum Beispiel oder kommt nach uns zu St. Gallen vorbei oder bei Firmen machen wir das auch vor Ort, dass wir dort die Identität der Personen prüfen. Das heißt, die Person muss dann mit ihrem gültigen Ausweis erscheinen und wir machen die Prüfung, ob der Ausweis gültig ist, ob die Person, die vor uns steht, tatsächlich zum Ausweisdokument passt. Und dann werden die Daten gespeichert und im Hintergrund das digitale Zertifikat erstellt. Ein ganz wichtiger Schritt ist dann die Bindung zur Person. Im juristischen Sinn geht es ja dann um die Willensäußerung. Das heißt, dass wirklich die Person eingewilligt hat, ein Dokument oder einen Vertrag zu unterschreiben. Und das wird im Falle der qualifizierten Signatur mit einem starken Zwei-Faktor-Authentisierung gemacht. Das heißt, in diesem Moment, in dem ich eine Signatur anbringen will, muss ich mich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung wirklich autorisieren. Und da verwenden wir unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es klassische Themen wie Google Authenticator, Okta oder auch andere. Da gibt es ja Standards dazu, technisch im Hintergrund. Da kann eigentlich jeder wählen, was er will, solange sie oder diese Art wirklich die Anforderungen erfüllt an den sicheren Zweifel. Was dann natürlich im Gebrauch der Signatur wichtig ist, dass bei jedem Signieren zuerst geprüft wird, ob das Zertifikat gültig ist, weil Zertifikate können revoziert werden, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, bei jeder Signatur wird zuerst geprüft, ob das Zertifikat zum Zeitpunkt der Signatur wirklich noch gültig ist. Der schwierigste Prozess oder der mühsamste für unsere Kunden ist immer die Identitätsprüfung. Und das ist in der Schweiz tatsächlich noch ein Hinderungsgrund auch zur breiteren Anwendung der qualifizierten Signatur, weil der Bundesrat bzw. das Gesetz verlangt, dass diese Prüfung nach wie vor face-to-face vorgenommen wird. Es gibt eine kleine Erleichterung für Finanzintermediäre, die ist aber nicht relevant jetzt im Kontext mit Adobe Sign. Aber das Schöne ist, es ist Besserung in Sicht. Und zwar ist in Aussicht gestellt, dass auf 2022 dann wirklich eine Remote-Session gemacht werden kann. Das heißt eigentlich eine Remote-Prüfung, wirklich vor einem Computer mit einem Mobile-Device. Und da gibt es einen neuen Standard, der ETSI 119.461. Und weil dieser Standard jetzt verabschiedet worden ist, ist auch der Bundesrat bereit, beziehungsweise entsprechenden Gremien im Hintergrund, die Remote-Prüfung zuzulassen. Und ich sehe da sehr, sehr optimistisch in die Zukunft, dass wir dann wirklich die Identitätsprüfung, welche heute noch ein großes Thema ist, wirklich einfacher gestalten können. Dann auch zusammen mit euch, zusammen mit Adobe sein. Ja, ich denke, das ist ein sehr wichtiger
Punkt, weil das, wie du sagst, noch erstens eine Hemmschwelle ist Das ist es für tatsächlich, viele ja. und zweitens ist es tatsächlich ja auch eine, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Medienbruch in Es dem ist ein Sinne. Medienbruch, ja. Ja, du musst wieder Und rausgehen, gerade jetzt Covid-Zeiten, eine Face-to-Face-Identifikation ist nicht gerade das Ideale. Und darum wurde auch mit Hochdruck daran gearbeitet. Ich bin jetzt wirklich sehr glücklich, dass das der neue Standard für die Remote-Identifikation tatsächlich verabschiedet worden ist. das ist tatsächlich, das wird ein Sprungbrett sein für das Ganze. Und wir sind sozusagen jetzt schon bereit, da drauf zu springen. Für die Genau. eIDAS-Signaturen gibt es das ja schon. In den meisten EU-Ländern ist das ja erlaubt, eine Remote-Identifikation zu machen. In diesem Sinne denke ich mal, dass wir da auch in der Schweiz nun auf dem richtigen Weg sind. Es gab hier gleich noch zwei Fragen. Eine davon, wie sich die Basic, Advanced und Qualified Signaturen optisch unterscheiden. Ich denke, darauf gehen wir gleich in der Demo ein. Können wir sehr Und gerne die darauf zweite eingehen, ja. Frage, genau, die zweite Frage, die noch offen ist, preisliche Unterschiede zwischen Qualified und Advanced. Kannst du da irgendwie eine generelle Aussage zu treffen im Sinne, gibt es preisliche Unterschiede, ja oder nein, oder wollen wir über Preise hier gar nicht reden? Ja, Preise sind natürlich immer wichtig. Ich denke, es macht keinen Sinn, konkrete Preise zu nennen. Aber grundsätzlich sind die Preise natürlich abhängig von der Anzahl Usern, die wirklich dann signieren wollen. Es ist auch abhängig vom Volumen, das heißt Signaturvolumen. Und tatsächlich auch, es gibt einen Unterschied zwischen Basic, Advanced und Qualified, wo wir natürlich Advanced und Qualified sehr nahe zusammen sind. Wir haben teilweise auch Verträge, wo wir da keinen Unterschied mehr machen, weil ja auch der Ausstellungsprozess sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, auch heute noch hast du bei Advanced, vor allem, wenn es dann um Adobe Approved Trustless Zertifikate geht, die auch ähnliche Anforderungen. Und von dem her machen wir da eigentlich keinen großen Unterschied mehr. Also ganz klar, Advanced Qualified ist eine andere Preisklasse auch als Basic, weil Basic natürlich ganz einfache Anforderungen hat, vor dem er natürlich auch günstiger ausgestellt werden kann. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um die kurze Demo zu sehen. Und ich glaube, um diese Frage nach dem optischen, nach den optischen Unterschieden zu beantworten, werden wir das ein bisschen anders machen. Einen Moment. Dazu werde ich nun meinen Bildschirm teilen und wir werden wirklich eine sehr kurze Demo von Adobe Sign in Kombination mit Ovadis haben. Als erstes muss ich mich natürlich in dem Portal einloggen und lande direkt im User Interface, wo ich meine Sprache umstellen kann. Bevor es zum Erstellen des Signaturvorgangs geht, wollte ich euch noch kurz den Bereich für digitale Signaturen zeigen, wo man hier genau hier eben die Provider auswählen kann. Das habe ich hiermit getan, nämlich habe ich hier DigiCert Covadis, das ist das eIDAS-Rechenzentrum, und DigiCert One Switzerland ausgewählt. Das ist das Schweizer Rechenzentrum. Bedeutet also, dass alle Vorgänge, die ich aus meinem Account mit dieser Einstellung starte, sowohl eIDAS-qualifizierte als auch Schweizer qualifizierte Zertifikate akzeptieren werden. Das kann aber auch je nach Bedarf, je nach Anwendungsfall auch anders konfiguriert werden. Der langen Rede kurzer Sinn, starten wir den Vorgang so, dass ich zuerst eine einfache Signatur von meinem geschätzten Kollegen Peter Pan anfragen werde. Und dann möchte ich noch eine qualifizierte Signatur vom Reto haben. So, dann geht's weiter zu einem Dokument. Das kann ich direkt von meinem Arbeitsplatz auswählen und suche hier einen Arbeitsvertrag aus. Reto, ich glaube, wir stellen dich einfach mal bei Adobe ein. Du kennst dich inzwischen so gut mit unserer Super, Sign-Lösung aus. super, danke. Du kommst einfach zu uns. Und bevor die
Anfrage der Unterschrift rausgeht, schauen wir uns das Ganze nochmal schnell an. Nämlich, wir schauen uns das Dokument in unserem Formulareditor an, wo man dann Signatur und Formularfelder definieren kann. Das ist hier passiert. Sign erkennt hier ein paar Felder automatisch, nämlich alle. Diese sind dann für den ersten, die zweiten Felder sind für den Reto. Das machen wir hier. So, und hieraus machen wir eine digitale Signatur, was dann eine qualifizierte bedeutet. Genau, ich sende das Ganze nun ab und erwarte, dass mein geschätzter virtueller Kollege Peter Pan nun eine E-Mail bekommt. Das ist sie. Peter klickt auf den Link. Im Übrigen, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ihr aus dieser Session mitnehmen werdet. Reto, Entschuldigung, aber das musste mal gesagt werden. Das Wichtigste ist, Peter Pan existiert. Also nicht, wie qualifizierte Zertifikate funktionieren. Absolut, absolut. Mein Sohn hat sich auch tierisch gefreut. Dann sind wir schon mal hier. Ich bin jetzt Peter. Hallo. Und kann hier durch Klick auf den Button signieren. Das ist eine einfache elektronische Signatur. So seht ihr schon mal, wie das Signieren mit einfachen elektronischen Signaturen in Sign funktioniert. Peter hat ein Profil bei Adobe Sign, hat dort eine Signatur gespeichert. Er klickt drauf. Diese wird aus dem Speicher hervorgeholt und auf das Dokument aufgebracht. Ich könnte hier natürlich noch meine Unterschrift ändern. Die gefällt mir aber. Ich bestätige das Ganze. Ich arbeite bei Adobe und fertig ist das Ganze. Nun, Reto, erwarte ich, dass du eine Anfrage per E-Mail bekommst. Deswegen würde ich jetzt gerne das Sharing an dich übergeben. Sehr gerne. Sodass dann unsere Zuschauer gleich sehen, ja, was unterscheidet sich von der User Experience her zwischen der einfachen, der qualifizierten. Dann sehen wir schon mal das eine und dann schauen wir uns ja auch noch mal an, wie sieht es dann optisch im Dokument, nämlich im Ergebnis aus. Sehr gut, sehr gut. Übernehme ich gerne. Ich share wieder meinen Screen. Perfekt. Sehr gut. Das Mail habe ich erhalten. Mail von Stanislav. Wunderbar. Arbeitsvertrag, zwei Signaturen. Ich klicke auf Review und Sign. Und geöffnet wird im Hintergrund das Dokument. Du hast noch eine Message mitgegeben, dir Signer, please review and sign a document. Und wenn ich hier auf Start klicke, werde ich automatisch dann direkt dorthin geführt, wo ich die Signatur setzen soll. Ich sehe jetzt, ich kriege da 3.000 €. Das ist super. Wenn ihr noch den Urlaub ein bisschen hochschraubt, dann bin ich mit dem total einverstanden. Nee. So. Jetzt, hier kann ich Click to Sign. Ich nehme dich beim Wort. Du nimmst mich beim Wort, also wunderbar. Und was ich jetzt machen muss in einem ersten Schritt, ich wähle aus, welchen Signing Provider, das ich wähle. Ihr habt gesehen, Stanislav hat zwei Signing Provider eingestellt auf seiner Seite. Ich nehme den in der Schweiz und sage Next. Was nun passiert ist, dass ich mich beim IDP, beim Identity Provider auf unserer Seite bei DigiCert anmelden muss. Das mache ich hiermit mit Username und Passwort. Er checkt im Hintergrund, ob ich alles richtig gemacht habe und soweit passt das. Und jetzt bin ich schon ready to sign. Wenn ich jetzt hier auf Click to Sign klicke, passiert etwas anderes als bei Stanislav. Ich werde aufgefordert, eine sichere Zwei-Faktor-Authentisierung, wie ich bereits erwähnt habe, anzubringen bzw. auszulösen. Ich muss hier ein One-Time-Passcode auswählen. Ich habe mir eingerichtet, dass ich das direkt auf dem Google Authenticator mache, weil ich den auch für andere Zugänge brauche und gebe hier jetzt die richtige Nummer ein. Und wenn ich die richtige Nummer eingegeben habe, dann wird mein qualifiziertes Zertifikat im Schweizer Rechenzentrum zur Signatur für dieses Dokument dann freigegeben. Jetzt sagt es hier, es stimmt nicht. Habe ich die falsche
Portal eingegeben. Gehe ich gerade noch mal weiter. Jetzt hat es gepasst. Wir hatten gerade gesehen, eine falsche Zahl eingeben funktioniert nicht natürlich. Und das Dokument ist noch nicht signiert. Ich starte nochmals. Gehen wir nochmals durch diesen Prozess durch. Click to sign. Ich gebe das korrekte One-Time-Passwort ein. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert, beziehungsweise dass wir die digitale Signatur setzen können. Es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich wieder den berühmten Demo-Effekt, Stanislav. Mhm. Wir haben den ganzen Vorgang bereits heute Morgen ja gemacht. Ich denke, ich switche kurz um auf dieses Dokument. Das ist jetzt ein anderes Dokument, das wir heute Morgen signiert haben. Der Unterschied zu dem, was du gezeigt hast, Stanislav, wir haben zwei qualifizierte Signaturen hier drin. Du hast deine Schweizer qualifizierte Signatur hier gesetzt und ich auch. Und ich will kurz eingehen, wie das aussieht beim Dokument. Wenn wir auf die qualifizierte Signatur klicken und uns die Signaturdetails anzeigen lassen, dann sehen wir hier, dass es ein reguliertes Zertifikat ist, gemäß CERTES von der Covadis Trusting Schweiz AG ausgestellt. Und in den Details sehen wir, was wichtig ist. Das QC-Statement, dass es ein qualifiziertes Zertifikat ist, gemäß dieser ETI-Norm. Das ist das, was auch gemäß CERTES verlangt ist. Das heißt, es ist tatsächlich ein qualifiziertes Zertifikat. Ihr seht das Erscheinungsbild. Ich mache das ein bisschen größer. Was wir hier sehen, das kann konfiguriert werden. Ich sage immer plakativ, das ist ein Bildchen. Da kann man reintun, was man will. Das kann man auch konfigurieren in Adobe Sign. Das hat keinen Einfluss auf die Rechtsgültigkeit. Das heißt, man kann auch eine Handunterschrift einscannen, was auch immer alles und das als Bild hinzufügen. Das hat auf die Rechtsgültigkeit des Dokuments keinen Einfluss. Was wichtig ist, dass es eine qualifizierte Signatur ist mit einem digitalen Zertifikat, wie ich es vorhin gezeigt habe. Und auch bei Stanislav, wenn ich hier reinschaue, auch bei ihm, sehen wir dann, dass es ein Zertifikat ausgestellt ist auf Stanislav und von unserer CA ausgestellt. Ebenfalls in den Details dann mit dem QC-Statement ein qualifiziertes Zertifikat. Wenn wir ein bisschen in die Details schauen noch, ja, ich mache noch kurz fertig, dann kannst du gerne wieder übernehmen. Wir sehen auch dann, wann die Signatur angebracht worden ist. Hier gibt es ja einen Zeitstempel. Auch das ist ein qualifizierter Zeitstempel. Das heißt, diese Zeit ist notariell beglaubigt, die wird auch vor Gericht nicht angezweifelt, weil auch das mit entsprechenden Audits und Prüfberichten belegt wird. Das heißt, es ist zweifelsfrei festgehalten, wann ein Zertifikat bzw. eine Signatur angebracht worden ist. Wichtig ist natürlich auch, dass, und das hattest du eingangs schon erwähnt, dass ein Reader oder Acrobat beim Öffnen dieses Dokumentes auch jederzeit nachvollziehen kann, ob dieses Zertifikat nicht zwischenzeitlich zurückgerufen, also revoziert wurde. Denn wichtig ist, auch das hattest du schon gesagt, dass die Unterschrift zum Zeitpunkt der Unterschrift, also dass das Zertifikat zum Zeitpunkt der Unterschrift gültig war. Das ist eben das Wichtigste. Genau. Vielleicht noch nicht signieren, genau. Richtig, genau. Wichtig vielleicht noch, um die Frage von Pascal zu beantworten. Genau, der Unterschied zwischen basic und qualifiziert, jetzt gerade bei einem Dokument. Richtig, da würde ich gerne, weil ich das erste Dokument ja schon bekommen habe, nachdem der Peter signiert hat, nachdem der berühmte Murphy's Law und der Demo-Effekt eingetreten ist. Im Übrigen, wir Solution Consultants scherzen dazu immer, dass unsere Opfergabe an den Demo-Gott am Tag zuvor wohl nicht ausreichend groß war. Das hat nicht genügt heute. Ja? Das hat nicht genügt, nein. Das ist eben, so sieht die einfache elektronische Signatur mit Adobe Sign aus. Das heißt, es hängt hier an diesem Wort electronically signed, beziehungsweise im Fall von qualifiziert heißt es digitally signed. Das ist aber, wie du sagst, einstellbar. Dieser Block kann zum Beispiel entfernt werden und es kommt
definitiv nicht auf das Aussehen an, sondern auf die Information, die im Dokument drin ist. Zusätzlich bekommen ja Kunden von Adobe Sign einen sogenannten Prüfbericht, in dem alle Schritte von diesem Dokument nochmal gemeinsam zusammengefasst sind. Also wer hat was gemacht, wann, wo und wie. Genau. Eine Frage von Claudius ist hier noch gekommen, ob das nur so in der Web-Oberfläche funktioniert oder auch im Reader oder Acrobat Pro gemacht werden kann. Nun, es ist so, dass diese Fernsignatur, die ihr gerade gesehen habt, tatsächlich nur aus der Web-Oberfläche funktioniert. Und in Reader und oder Acrobat Pro könnten mit sogenannten lokalen Zertifikaten arbeiten, über die wir hier aber erstmal nicht sprechen. In diesem Fall benötigte man aber nicht unbedingt einen Pro. Das würde auch mit einem Reader funktionieren. Was ich hier aber gesehen habe, ist eine sogenannte Remote- oder Fernsignatur. Diese benötigt keine lokal installierte Software und auch dementsprechend keine lokal und physikalisch vorhandenen Zertifikate. Denn das ist ja das Schöne. Die Menschen heutzutage wollen mobil sein. Die wollen nicht Hardware mit sich tragen. Sie wollen auf ihrem Smartphone, auf ihrem Tablet unterschreiben. Und da ist es schwierig, eine Smartcard oder ein USB-Token irgendwohin an ein iPhone Tatsächlich, anzuschließen. ja. Genau. Insofern denke ich, dass der Weg eben tatsächlich mit der Fernsignatur in die Zukunft beschritten wird. Ja, Reto, das war eine sehr interessante Session mit dir. Ich habe sehr viel Interessantes erfahren. Sehr interessant finde ich tatsächlich, dass wir davon ausgehen und hoffen, dass im nächsten Jahr dann tatsächlich diese Remote-Identifikation möglich sein wird. Das wird der Sache noch einen Aufschwung geben. Und wir sind sehr froh, dass wir mit euch nun endlich einen Partner haben, mit dem wir CRTS-qualifizierte Signaturen anbieten können. Das Freude ist auch auf unserer Seite, weil ich denke, wie ich gesagt habe, es ist eine globale Partnerschaft, jetzt in der Schweiz ganz spezifisch natürlich mit CRTS-Signaturen, eben auch im EU-Bereich natürlich mit eIDAS-Zertifikaten, aber auf der globalen Ebene arbeiten wir zusammen. Und von dem her sind wir wirklich sehr froh, mit euch hier unterwegs zu sein. Und wir denken auch, dass das ein großer Pluspunkt ist für beide Seiten. Und wie du gesagt hast, tatsächlich die Anpassungen in der Schweiz mit der Fernsignatur bzw. Fernidentifikation, das ist für uns ein großer Schritt, ist zurzeit gerade in der Vernehmlassung. Die entsprechenden Anpassungen der TAF, also der technischen administrativen Vorschriften, sind am Laufen. Und es geht jetzt gerade um die konkrete Ausgestaltung. Das heißt auch, wie so die Normen sind. Es gibt verschiedenste Varianten, wie man eine Fernidentifikation vornehmen kann. Und jetzt geht es darum, im Detail zu klären, was heißt das konkret für die Situation, jetzt eben auch gerade im Kontext mit Adobe Sign. Aber ich freue mich darauf. Es gibt wieder Dynamik, es gibt Bewegung und das ist ja immer das Schöne daran, wie in unserem Markt, es bleibt nie stehen. Jedes Jahr ist anders als das vorhergehende. Ja, und manchmal entstehen Änderungen natürlich auch innerhalb des Jahres. Das haben wir letztes Jahr sehr gut alle festgestellt. Eine Nach wie Frage vor. gibt es noch von Pascal, die ist gerade gekommen. Und zwar geht es dort darum, dass eine Arbeitgeberfirma Adobe Sign bereits benutzt, aber der Bewerber, den Sie mit Adobe Sign einstellen möchten, hat keinen Adobe Sign Account. Wie funktioniert das? Eine sehr gute Frage. Vielen Dank, Asche auf mein Haupt, dass ich das nicht während der Demo beantwortet habe. Der Unterzeichner benötigt keinen Adobe Sign Account. Es reicht aus, wenn der Unterzeichner über eine E-Mail-Adresse verfügt und Zugang zu dieser hat. Diese E-Mail-Adresse muss natürlich der Arbeitgeberfirma, also dem Initiator, bekannt sein. Und dann wird kein Adobe Sign Account mehr benötigt. Man kann mit einem Zertifikat unterschreiben, ohne ein Adobe Sign Konto zu besitzen. Genau, hier will Für ich kurz weitere, ja, einsteigen, Stanislav. bitte. Das ist korrekt, es braucht kein Adobe Sign Account. Was es natürlich braucht, trotzdem, es braucht ein Zertifikat, wenn er wirklich qualifiziert signieren will. Das heißt aber, er kann auch sein Zertifikat nehmen, das er von einem anderen Anbieter hat oder von uns, von einem anderen Kontext, weil das Zertifikat ist ja persönlich, es ist nicht gekoppelt an eine Firma, es ist eine persönliche Signatur.
Aber natürlich ein qualifiziertes Zertifikat muss vorhanden sein, wenn man mit einem qualifizierten Zertifikat signieren will. Und gerade darum eben auch das Thema Fernidentifikation. In einem solchen Fall würde natürlich die Fernidentifikation einen sehr großen Vorteil bieten, weil man dann gerade on the fly sich identifizieren lassen kann und das Zertifikat dann ausgestellt werden kann, das dann für die Signatur benötigt wird. Vollkommen richtig. Und da haben wir das wieder, die Remote-Identifikation wird uns genau sehr viele Use-Cases eröffnen, die im Moment noch, ich will nicht sagen verschlossen sind, aber umständlich deutlich umständlicher sind. Genau. Ja, ich sehe keine weiteren Fragen. Wir hätten noch Zeit, Fragen zu beantworten. Insofern gebe ich euch noch die Chance, Fragen zu stellen. Wenn jetzt keine weiteren Fragen in den Chat oder Q&A-Pod kommen, würde ich sagen, können wir das Ganze auch abrunden. Reto, vielen Dank. Das war sehr gerne. Erste war mir eine Freude, heute dabei Session. Zu sein. Ja. Ich bin mir sicher, das ist nicht die letzte unserer Sessions gewesen. Eine Frage habe ich tatsächlich noch zum Abschluss. Es ist ja sicherlich auch gewollt und gewünscht, dass wir gemeinsam auch zu Kunden gehen und die Fragen, die dann die Kunden haben, auch gemeinsam beantworten, oder? Das ist so, ja. Sind wir bereit, sehr freue ich mich. Eng daran auch in Arbeit mit eurem Sales-Team, unser Sales-Team, euer Sales-Team, wir gemeinsam auch die Kundengespräche miteinander ausführen können. Zum Teil gibt es natürlich dann Gespräche im Hintergrund, wenn wir einzelne Fragen haben, aber natürlich auch geplant gemeinsame Demos und Präsentationen und auch Fragerunden, weil ich denke, ihr bringt euer Wissen mit für die ganze Adobe Sign-Plattform, was ja ein sehr großer Teil ist im Hintergrund. Wir bringen unser Wissen mit der ganzen Zertifikat und digitalen Signaturgeschichte. Und ich denke, zusammen gibt das für den Kunden ein abgerundetes Bild, dass er wirklich dann seine Bedürfnisse erfüllen kann im Zusammenspiel mit beiden Produkten und Services. Absolut richtig. Ich freue mich drauf. Reto, vielen Dank für deine Zeit, für das Teilen des Wissens. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Jetzt sind noch zwei Fragen gekommen. Sehr gerne. Eine Frage. Kostet die reine Identifikation für eine Person etwas? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eigentlich abhängig vom Zertifikatsanbieter. Bei uns ist es so, dass das eigentlich grundsätzlich in unserem Preismodell die Identifikation inbegriffen ist. Das heißt, mit dem User Seed und der Anzahl Signaturen ist eigentlich auch die Identifikation eingeschlossen. Es gibt aber sicher auch je nach Fall Möglichkeiten, das kommt ein bisschen auf den Use Case daran, dass man separiert, dass man sagt, man verrechnet dann die Identifikationen separat, weil natürlich der Aufwand für Identifikation ist tatsächlich ein großer Aufwand. Heute sowieso, wenn es Face-to-Face läuft, zukünftig mit einer Remote-Identifikation wird der Punkt sicher nicht mehr gleich ins Gewicht fallen, aber nichtsdestotrotz, es fallen Kosten an und die müssen dann irgendwie umgelegt werden. Wie gesagt, bei uns klassischerweise eingeschlossen im Preis, beim User-Seed-Preis, kann aber auch fallweise dann, wenn es der Case wirklich verlangt, separat dann auch bepreist werden. Ja, prinzipiell aber würden wir vorschlagen, dass wenn es explizit Fragen zum Pricing geht, kommt auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir sprechen und wir sollten dann dediziert miteinander sprechen, euren Use Case uns betrachten und eine gemeinsame Lösung stricken, sowohl technisch als auch preislich. Das passt. Das war doch ein gutes Wort zum Abschluss, oder? Das Wort zum Sonntag. Ja, das ist doch so, wenn man sich selbst nicht lobt, lobt einen niemand. Nein. Vielen Dank nochmal, Reto, für die tolle Session. Ich freue mich auf viele weitere. Mach es gut und bis bald. Danke und euch noch alles Gute heute Nachmittag bei den weiteren Sessions. Ciao, Stanislav. Danke. Servus. Dankeschön. Ciao.